Hallo, mein Name ist Katharina Weber und in dem heutigen Video geht es um den CO2-Fußabdruck der Milch. Wie ihr seht, stehe ich hier mitten in unserem Milchviehstall. Und um den geht es auch in diesem Video, denn wir wollen euch gerne erklären, was man überhaupt bei so einem CO2-Fußabdruck berücksichtigt. Doch zunächst stellt sich natürlich erstmal die Frage, warum das Ganze? Im Zuge des Klimawandels wird immer wieder versucht, Schuldige für die Klimakrise zu finden. Ein Schuldiger ist laut einigen Akteuren die Kuh, die bei ihrer Verdauung Methan ausstößt. Ob die Kuh nun wirklich so einen großen Anteil am Klimawandel hat, das lässt sich noch herausfinden. Allerdings nutzen natürlich Hersteller von Milchalternativen beispielsweise den Fakt, dass pflanzenbasierte Milchalternativen einen niedrigeren CO2-Fußabdruck haben als die Milch der Milchkühe, um damit Werbung zu machen. Schaut man sich nun allerdings mal die Nährstoffgehalte der Milch an, so stellt man schnell fest, dass zum Beispiel auf Proteinbasis die Milch viel, viel effektiver, also einen niedrigeren CO2-Fußabdruck hat, abschneidet als die Milchalternative. Was berücksichtigt man nun, wenn man einen solchen CO2-Fußabdruck berechnet? Es gibt viele verschiedene Herangehensweisen. Aber gemeinsam haben die meisten, dass man sich immer den Betrieb als solches anschaut und natürlich die Kühe, die dazugehören. Als erstes geht es natürlich darum, wie viele Tiere hat man? Die Kühe, die Kälber, aber auch die Jungrinder. Alles wird berücksichtigt. Als nächstes schaut man sich an, wie viel Milch geben die Kühe überhaupt? Und wie viel Fett und Eiweiß ist in dieser Milch enthalten? Hat man das festgestellt, schaut man sich das Futter der Tiere an. Was wird verfüttert? Welche Futtermittel nutzt man? Grassilage, Maissilage oder aber auch Biertreber, Kraftfutter. Wo kommt das her und wie weit sind die Transportwege? All das wird berücksichtigt. Außerdem schaut man sich natürlich an, was mit der Gülle passiert, die die Tiere produzieren, also Kot und Urin. Wird die Gülle gelagert und dann auf dem Feld ausgebracht? Geht sie vielleicht vorher noch durch eine Biogasanlage durch? All das hat Einfluss auf den CO2-Fußabdruck. Hinzu kommt natürlich auch noch der Stromverbrauch auf dem Betrieb, sprich, was verbraucht die Melkanlage, was verbrauchen Ventilatoren im Sommer oder aber auch die Kühlung vom Tank. All das spielt mit rein. Und dann zum Schluss natürlich wird auch der Dieselverbrauch noch berücksichtigt. Denn zum Füttern der Tiere oder auch zur Bergung des Futters, zum Ausmisten, wird immer Diesel benötigt. Hat man all diese Zahlen in ein Programm eingegeben und Algorithmen berechnen anschließend das, was man dort eingetragen hat, so kommt zum Schluss ein Fußabdruck raus. Bei jedem Betrieb ist dieser Abdruck individuell und nicht vergleichbar. Denn auch die Region spielt einiges mit rein. Die Betriebe, wie auch unser Betrieb, haben dann verschiedene Möglichkeiten, Maßnahmen zu ergreifen, um ihre CO2-Fußabdrücke zu senken. Diese Maßnahmen können mit hohen Investitionen verbunden sein, aber auch schon kleinere Änderungen können dazu führen, dass der CO2-Fußabdruck niedriger wird. Natürlich ist es das Bestreben eines jeden Betriebes, einen möglichst guten CO2-Fußabdruck zu haben. Allerdings sind bestimmte Betriebe auch darin begrenzt und eine komplett neutrale Milchproduktion ist schwierig zu erreichen. Das wird momentan in der Wissenschaft auch noch erforscht, ob das überhaupt möglich ist. Aber sehen wir mal von den CO2-Fußabdrücken ab. So haben unsere Milchkühe doch etwas, was wir Menschen niemals so haben werden. Denn sie haben die Möglichkeit, Gras zum Beispiel, also für uns nicht verwertbare Biomasse oder aber auch Abfallprodukte, die zum Beispiel beim Brauen von Bier oder bei der Herstellung von Zucker entstehen, zu fressen und in ein wertvolles Lebensmittel zu verwandeln. Sie sind dafür zuständig, dass die Biodiversität bei uns zum Beispiel im Mittelgebirge, wo sehr viel Grünland ist, da bleibt, indem sie die Weiden dort pflegen. Und sie sind auch einfach gute Freunde für uns Milchbauern. Deshalb, der CO2-Fußabdruck ist ein wichtiges und gutes Instrument. Allerdings sollte man auch die anderen Vorteile unserer Ladies hier nicht vergessen.